So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Mini-Guide, sage ich mal. Und zwar geht es um den Event-Boss Frostfürst Ahun, beziehungsweise nur Ahun heißt er. Er befindet sich in der Sklavenunterkünfte. Ihr könnt dadurch natürlich einfach mit dem Dungeon-Browser hin, ja, ich sag mal, einladen lassen, entweder komplett als Random oder als Gildengruppe. Hier links seht ihr Nabis, den Beschwörer, den müssen wir vorher töten, damit wir an diesen Eissplitter bzw. an diesen Eiskristall kommen. Und einmal auf diesen Eisbrocken geklickt, seht ihr dann, stört die Ruhe des Steins und beschwört Fürst Ahun. Das mache ich jetzt mal. Und dann spawnt da vorne Frostfürst Ahun. Das Besondere bei dem Boss ist, ihr müsst den eigentlich gar nicht tanken, da er jetzt in der ersten Phase, wo er hier ist, nur Adds spawnen ist. Also euer Tank muss nur die Adds tanken, nicht den Boss. Sollte er an den Boss rangehen, seht ihr das gleich hier, wir hatten einen Random Tank dabei, dann wird der Tank einfach nach hinten weggeschleudert. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, ich habe das dem gleich mal geschrieben, deswegen stehe ich da ein bisschen doof rum. Ansonsten, ja, worauf gilt es zu achten? Ganz wichtig natürlich die Adds tanken. Und ihr seht diese Eissplitter, die aus dem Boden kommen. Hier habe ich im Übrigen das geschrieben. Diese Frostrune, die auf dem Boden ist. Und dadurch seht ihr jetzt hier gerade schön diesen Eissplitter, der da aus dem Boden kommt. Davon solltet ihr euch nicht treffen lassen. Das heißt, einfach rauslaufen. Die Adds immer schön weiter fokussen. Die haben nicht wirklich viel HP. 60.000 Lebenspunkte. Sollten also nicht das Problem sein, hier nochmal einen Frostsplitter zu sehen. Und ja, das geht so lange, bis der Frostfürst sich verwandelt beziehungsweise zurückzieht in so einen Kristall. Und dann müsst ihr einfach Full DPS auf diesen Kristall machen. Da könnt ihr dann auch ruhig Blattlast oder so anmachen. Dann habt ihr nur eine Phase. Falls euer Damage nicht reichen sollte, habt ihr dann halt einfach die Add-Phase zweimal oder dreimal. Wobei dreimal eher nicht, aber vielleicht zweimal. Und ja, wichtig ist, wie gesagt, nur die Adds tanken, beziehungsweise tanken ist hier eigentlich, ja, die haben so wenig Lebenspunkte, dass die so schnell down gehen. Hier seht ihr, hier war ich zu nah an dem Frostfürst Ahun dran. Deswegen wurde ich auch nach hinten gekickt. Aber jetzt haben wir gleich die Phase. Das waren jetzt circa 40, 45 Sekunden. Und ja, Ahun zieht sich zurück, seine Verteidigung lässt nach. Und jetzt seht ihr, hier entsteht dieser gefrorene Kern. Hat fast 2 Millionen Lebenspunkte, also einfach CDs anmachen und schnell runternuken. Dann war es das eigentlich. Also der muss jetzt hier nicht getankt werden, der Kern oder so. Ihr seht hier zwar immer noch schemenhaft den Ahun. Und ja, ihr habt dann halt diese, ich schätze mal, das waren jetzt 20 Sekunden Zeit, um Ahun zu töten in dieser Phase, bevor er sich wieder zurückverwandelt. Hier seht ihr den Loot. Es gibt insgesamt fünf verschiedene Umhänge. Item Level 353. Und es gibt eine Badge, so eine Tasche. Da kann dann ein kleines Pad drin sein. Oder mit ganz viel Glück ein epischer Stab. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr seht den kompletten Loot oben bzw. auf www.mmozone verlinkt. Und ja, das war mein Mini-Guide für Frostfürst Ahun. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Also der Boss ist nicht wirklich schwer, könnt ihr auch ruhig mit euren Twinks oder so machen. Und ich sage bis demnächst, haut rein, macht es gut, ciao.